Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Photovoltaikfreunde. Im Namen des M-Solar-Teams und der gesamten Stadtwerke München begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Informationsabend Photovoltaik. Mein Name ist Thomas Lührs. Ich leite bei den Stadtwerken die dezentralen Energielösungen, bin heute Abend Ihr Moderator und darf Sie durch den Abend führen. Ich freue mich ganz besonders über Ihr Interesse an Photovoltaik, denn wir wollen die Energiewende in München voranbringen. Und wir wollen Sie überzeugen, dass Photovoltaik nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch gut für Ihren Geldbeutel. Was haben wir heute konkret vor? Wir haben einen kleinen Vortrag vorbereitet. Mein Kollege Markus Recktsee wird Ihnen die Chancen, die Möglichkeiten und die Grundlagen von Photovoltaik und Speicherlösungen im Eigenheimbereich zeigen. Und danach nehmen wir uns gerne Zeit für Ihre Fragen. Sie können Ihre Fragen jederzeit während des Vortrags oder auch danach im Chat posten. Wir sammeln die Fragen und werden sie gemeinsam in unserer Fragerunde dann beantworten. Sollten Sie im Nachgang zu diesem Informationsabend weitere Fragen haben, dann treten Sie doch bitte mit uns in Kontakt. Am einfachsten geht das über unser Kontaktformular im Internet. Den Link dazu, den posten wir auch gleich im Chat. Ja, so viel zur Vorrede erstmal von meiner Seite. Ich freue mich auf den Abend mit Ihnen und übergebe an meinen Kollegen Markus Recktsee für den Vortrag. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß und wir sehen uns dann nachher in der Fragerunde wieder. Vielen Dank. Danke. Dann sage ich auch noch kurz ein paar Worte zu mir, damit Sie wissen, wer heute Abend hier Ihren Vortrag hält. Mein Name ist Markus Recktsee, bin Produktmanager für unsere Photovoltaikangebote und möchte Ihnen heute Abend das Thema PV gern näher bringen. Kurz zum Einstieg ein paar Informationen zu den Stadtwerken München. Uns gibt es seit 125 Jahren. Wir bieten Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser an, betreiben die Bäder in München, die gesamte Mobilität, haben auch eine Telekommunikationstochter mit der Mnet, mit der wir auch Internet und Telefonie anbieten. Es sind über 1,2 Millionen Kunden, die wir mit Energie und Wasser versorgen und das Ganze wird jeden Tag von mehr als 10.000 Mitarbeitern gemanagt und aufrechterhalten. Im Bereich erneuerbare Energien haben wir schon sehr früh die Ausbauoffensive erneuerbare Energien gestartet mit dem Ziel, bis 2025 so viel Ökostrom zu produzieren, wie München verbraucht. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben innerhalb von 12 Jahren den Anteil von unter 5% auf 90% Ökostrom gehoben. Ab diesem Jahr, 2022, decken wir 90% des gesamten städtischen Stromverbrauchs, also von Haushalten, Gewerbe, Industrie, öffentlichem Sektor sowie dem öffentlichen Nahverkehr mit Ökostrom ab. Wir haben uns schon seit 2010 uns auch mit der dezentralen Energiewelt beschäftigt, während früher zentrale Kraftwerke dem Verbrauch hinterher geregelt wurden, ist es so, dass in den letzten Jahren sehr viele erneuerbaren Anlagen gebaut wurden, Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen und auch natürlich ganz viele Photovoltaikanlagen, die dann den Strom produzieren, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht und nicht mehr mit dem Verbrauch direkt gekoppelt sind. Um das zu lösen und zu steuern, gibt es virtuelle Kraftwerke und das betreiben wir auch schon seit 2010. Seit 2016 bieten wir Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und auch Wallboxen für die Elektromobilität an und haben seit 2016 schon über 600 PV-Projekte in München und im Umland realisieren können. Ein wesentlicher Treiber für die Photovoltaik ist die Strompreisentwicklung. Wir haben hier die Strompreisentwicklung seit 2007 dargestellt. Man kann sehen, dass in den letzten 14 Jahren die Strompreise im Durchschnitt jedes Jahr um 2,9% gestiegen sind. Der Wert für 2022 ist der neu veröffentlichte Wert vom BDEW, das ist der Verband der Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Und man kann hier sehen,
dass im Januar 2022 nochmal ein starker Sprung aufgetreten ist bei den Stromkosten auf aktuell im Durchschnitt 36,19 Cent je Kilowattstunde. Das ist eine Entwicklung, die Sie wahrscheinlich auch aus den Medien schon mitverfolgt haben, dass gerade die Strom- und Gaspreise an den Börsen explodieren durch verschiedene geopolitische Faktoren. Wir wissen auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wenn man hier die Entwicklung aus den letzten 14 Jahren anlegt, was wir hier mal exemplarisch gezeigt haben, kann man sehen, dass die Strompreise weiter steigen werden. Wie es sich tatsächlich verhält, können wir auch nicht sagen. Was wir aber sagen können, ist, wie sich die Kosten für selbst erzeugten Strom aus der Photovoltaikanlage aktuell zu diesen Stromkosten verhalten. Und das ist in dem gelben Balken unten dargestellt. Wenn Sie eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, im klassischen Einfamilienhaus, dann können Sie den Strom zwischen 8 und 12 Cent je Kilowattstunde erzeugen, je nachdem, wie groß die Anlage ist, wie aufwendig die Installation bei Ihnen ist. Und das ist natürlich deutlich günstiger als der Bezug des Stroms. Ich möchte Ihnen kurz die technischen Grundlagen einer Photovoltaikanlage darstellen. Ganz wesentlich ist das Solarmodul, in dem die Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Das Solarmodul kann jedoch nur Gleichstrom produzieren. Ihre ganzen Verbraucher im Haushalt werden mit Wechselstrom betrieben. Das heißt, Sie brauchen hier einen Wechselrichter, mit dem Sie den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln können und dann ins Netz einspeisen können oder im Haus direkt verbrauchen können. Wenn Sie zusätzlich noch einen Batteriespeicher haben, dann kann auch dieser Batteriespeicher den Strom nur als Gleichstrom speichern. Das heißt, auch hier kommt wieder der Wechselrichter ins Spiel, der dann den Batteriespeicher be- und entlädt, je nachdem, wie die PV-Anlage erzeugt und wie viel Strom Sie im Haus gerade brauchen. Hier gibt es jetzt seit wenigen Jahren Hybridwechselrichter. Das sind Geräte, die in einem Gerät sowohl die PV-Anlage als auch den Batteriespeicher entsprechend ansteuern und mit Energie versorgen können. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Früher gab es da zwei Wechselrichter. Heutzutage reicht einer, der beides kann. Eine weitere wesentliche Grundlage für das Thema Photovoltaik ist das Erneuerbare Energiengesetz. Das Erneuerbare Energiengesetz regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz und garantiert dem Erzeuger eine feste Einspeisevergütung für die Dauer von 20 Jahren. Das heißt, wenn Sie heute eine PV-Anlage errichten, kriegen Sie für jede Kilowattstunde Strom, die Sie in den nächsten 20 Jahren ins Netz einspeisen, die feste und unveränderliche Einspeisevergütung. Wenn Sie das im nächsten Monat machen, ist die Einspeisevergütung etwas geringer, aber Sie erhalten diese dann auch wieder für 20 Jahre fest. Das ist hier unten in der Tabelle links dargestellt. Da gibt es im Gesetz einen sogenannten Degressionsmechanismus, der dafür sorgt, dass mit dem weiteren Zubau der Photovoltaikanlagen dieser Vergütungssatz immer etwas sinkt. Wenn wir jetzt den Februar betrachten, sind es 6,73 Cent. Im März wären es noch 6,63 Cent. Weiteres wesentliches Prinzip aus dem EEG ist der sogenannte Eigenverbrauch. Das heißt, der Strom, den Sie direkt aus der PV-Anlage zu Hause verbrauchen können. Und hier hat das EEG eine Regelung, die besagt, dass Eigenverbrauch nur dann möglich ist, wenn der Betreiber der PV-Anlage und der Stromverbraucher identisch sind, also die gleiche juristische Person sind. Das ist im Einfamilienhaushalt in der Regel immer gegeben. Sie haben den Stromvertrag und Ihnen gehört auch das Haus und die PV-Anlage. In Mehrfamilienhäusern ist das EEG hier etwas sperrig, weil diese Einheit halt nicht gegeben ist. Da gibt es aber mit den Mieterstrommodellen auch wiederum Lösungen, wie man im Mehrfamilienhaus auch das Thema PV für alle Mieter im Haus oder auch in der WEG für alle Wohnungseigentümer entsprechend realisieren kann. Hier möchte ich Ihnen darstellen, wie die Erzeugung der Photovoltaikanlage und der Verbrauch in einem klassischen Einfamilienhaushalt korrelieren. Wir können hier mit der hellblauen Kurve haben wir den Verbrauch eines Einfamilienhauses dargestellt. Das heißt, morgens um sechs muss man leider aufstehen, die Heizungspumpe springt an, die Kaffeemaschine läuft an, man schaltet das Licht an und man hat die erste kleine Verbrauchsspitze.
Vormittags sind meist alle außer Haus und um die Mittagszeit sind vielleicht einzelne Familienmitglieder wieder da. Wir haben eine kleinere Mittagsspitze. Nachmittags sind auch wieder alle ausgeflogen und abends hat man dann die größte Verbrauchsspitze, wenn alle wieder zu Hause sind, wenn der Fernseher läuft, wenn Spülmaschine, Waschmaschine laufen und die Beleuchtung an ist. Als dunkelblaue Kurve haben wir hier den Ertrag der Photovoltaik dargestellt, diese Glockenkurve. Das beginnt auch irgendwann morgens. Je nach Sonnenaufgang fangen die Module an, Strom zu produzieren. Um die Mittagszeit um 12 ist die Sonneneinstrahlung im optimalen Einstrahlwinkel und sie haben die größte Erzeugung. Und zum Abend hin lässt die dann leider wieder etwas nach und nachts können die Module keinen Strom erzeugen. Jetzt haben wir hier dargestellt, was sie mit dieser Erzeugungskurve der Photovoltaik über den Tag abdecken können. Das ist die grün markierte Fläche. Das heißt, wenn Ihr Verbrauch oder wenn die Erzeugung der Anlage über den Verbrauch steigt, dann können Sie entsprechend Ihren Verbrauch damit abdecken, können vormittags einen Teil abdecken, die Mittagsspitze und abends auch noch einen Teil. Die restliche Menge, die wird dann ins Netz eingespeist und Sie halten die Vergütung dafür nach dem EEG. In der Regel schaffen Sie es mit einer reinen Photovoltaikanlage, ca. 30% Eigenverbrauch zu erzielen. Das heißt, 30% der Energiemenge, die die Photovoltaikanlage am Tag erzeugt, die können Sie direkt im Eigenverbrauch nutzen und sparen sich damit einen Strompreis von aktuell 32,5 Cent je Kilowattstunden. Den restlichen Strom speisen Sie ein und erhalten die Vergütung nach dem EEG, jetzt im Februar 6,73 Cent je Kilowattstunde. Was Sie hier schon ganz klar erkennen können, ist, dass der Eigenverbrauch eigentlich das viel attraktivere Modell ist. Mit dem Eigenverbrauch sparen Sie das Vierfache dessen, was Sie über die Einspeisevergütung für den Strom aus dem EEG bekommen. Das heißt, die Zielsetzung sollte hier sein, den Eigenverbrauch über diese 30% hinaus weiter zu erhöhen. Und da kommen jetzt die Batteriespeicher ins Spiel. Während morgens, wenn die Erzeugung über den Verbrauch steigt, ohne PV-Anlage der Strom direkt ins Netz eingespeist wird, würde jetzt erstmal der Batteriespeicher entladen. Hier die grün-weiß schraffierte Fläche. Je nachdem, wie groß der Speicher ist, wäre der vormittags oder mittags oder auch erst am Nachmittag vollgeladen. Dann würde die restliche Energie, die nicht mehr in den Speicher passt, wieder ins Netz eingespeist werden. Und in den Abendstunden, wenn die Erzeugung dann unter ihren Verbrauch sinkt, können Sie den Speicher entladen und damit den Verbrauch im Abend auch wieder aus dem Speicher abdecken. Je nachdem, wie groß der Speicher dimensioniert ist und wie groß Ihr Verbrauch abends und in der Nacht ist, reicht der Speicher für den Abend oder kann sogar am nächsten Morgen noch die Spitze am Morgen mit abdecken, was natürlich auch wünschenswert ist, um den Eigenverbrauch weiter zu erhöhen. Hier kommen wir zu einem weiteren oder zu weiteren Beispielen, wie Sie den Eigenverbrauch erhöhen können. Wir haben hier oben auf dem Dach die Photovoltaikanlage und dann die klassischen Verbraucher, die für den durchschnittlichen Eigenverbrauch sorgen, wie Fernseher, Beleuchtung und unten im Keller den Batteriespeicher. Weitere Möglichkeiten, den Eigenverbrauch zu erhöhen, sind dann zum Beispiel die Einbindung einer Wärmepumpe. Wärmepumpen sind Heizungen, die Energie aus der Umwelt entnehmen, zum Beispiel aus der Luft oder auch aus dem Boden über Sohle-Wärmepumpen. Und diese Energie aus der Umwelt, die hat natürlich noch kein Temperaturniveau im Winter, mit dem Sie heizen können, wird aber dann über einen Kompressor, der mit Strom betrieben wird, auf ein höheres Temperaturniveau gebracht, sodass Sie dann die Energie auch für Heizung und Warmwasser im Haus nutzen können. Das ist ein sehr umweltfreundliches, effizientes Heizungssystem. Und hier können Sie natürlich den PV-Strom auch nutzen, um die Wärmepumpe zu betreiben. Das ist schon mal ein sehr guter Effekt. Darüber hinaus, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ein E-Fahrzeug zu beschaffen oder vielleicht auch schon eins haben, können Sie natürlich auch das E-Fahrzeug mit dem Strom aus Ihrer Solaranlage beladen. Und damit ist es dann möglich, auf Eigenverbrauchsquoten von bis zu 80% zu kommen. Das heißt, Sie können dann 80% des Stroms, den Ihre PV-Anlage erzeugt, direkt im Haus verbrauchen. In den folgenden Folien möchte ich Ihnen etwas Licht in den Photovoltaik-Dschungel bringen. Was sind mögliche Hersteller von Modulen? Was ist für Sie die richtige Anlagengröße? Sollten Sie die Anlage lieber mit oder ohne Energiespeicher bauen?
Können Sie die Solarenergie für Ihr E-Fahrzeug nutzen? Wie ist eigentlich die Wirtschaftlichkeit? Gibt es auch noch Förderungen, die ich noch bekommen kann, um das Ganze für mich noch wirtschaftlicher zu machen? All die Fragen möchte ich Ihnen jetzt hier kurz beantworten. Fangen wir mit den Modulen an. Mit Sicherheit das Sichtbarste an der Photovoltaikanlage, da sie außen auf dem Dach angebracht werden. Wir bieten hier grundsätzlich nur monokristalline Module an. Sie kennen das vielleicht noch aus der Vergangenheit. Es gab früher Photovoltaikmodule, die immer so blau geschimmert haben. Das waren polykristalline Module. Die haben eine etwas schlechtere Effizienz. Die werden eigentlich jetzt heutzutage nur noch in größeren Freiflächenanlagen eingesetzt, wo die Fläche nicht der limitierende Faktor ist. Im innerstädtischen Bereich und auch gerade in München mit den doch sehr beengten Bau- und Wohnverhältnissen ist es auf jeden Fall sinnvoll, monokristalline Module einzusetzen. Wir bieten hier ganz links Module der Solarfabrik an. Das ist ein Hersteller, der in Deutschland sitzt. Wir bieten dort das linke Modul mit 400 Watt Peak an und rechts das schwarze Modul mit 370 Watt Peak. Die schwarzen Module werden häufig nachgefragt, wenn das Thema Design, Ästhetik im Vordergrund steht. Die haben halt nochmal eine harmonischere Anmutung auf dem Dach. Muss jeder für sich selber auch entscheiden, was ihm da sozusagen das liebste Modul ist. Die Module selber werden mit einer 15-jährigen Produktgarantie von der Solarfabrik ausgeliefert. Das heißt, wenn in 15 Jahren irgendein Schaden, Fehler am Modul ist, der durch die Garantie abgedeckt wird, wird das entsprechend auch von der Solarfabrik ersetzt. Zusätzlich bietet die Solarfabrik eine 25-jährige lineare Leistungsgarantie auf mindestens 80% der Nennleistung. Das heißt, wenn man jetzt als Beispiel das 400-Watt-Modul herannimmt, garantiert die Solarfabrik, dass dieses Modul nach 25 Jahren noch 80% der 400 Watt liefert. Das sind sehr, sehr lange Garantien, die auch, denke ich, überraschend sind, weil sie in anderen Konsumgütern so nicht üblich sind. In der Photovoltaikbranche werden diese Garantien schon seit Anbeginn in dieser Länge gegeben, weil gerade die Module wirklich verschleißfreie Produkte sind und diese Garantien von den Herstellern auch eingehalten werden können. Wir haben dann in der Mitte Module Made in Germany von Meyer Burger, was mich persönlich sehr freut, dass wir die Module im Portfolio haben. Meyer Burger hat im letzten Jahr eine vollständige Fertigung von Solarmodulen in Deutschland gegründet und die ersten Module, die dort jetzt produziert werden, die haben wir auch in kleinen Mengen schon zur Verfügung. Das heißt, wenn Ihnen das Thema Made in Germany sehr wichtig ist, dann haben wir hier mit Meyer Burger wirklich sehr hochwertige Module, aktuell mit 380 Watt und 375 Watt. Meyer Burger bietet eine 25-jährige Produktgarantie und eine 25-jährige lineare Leistungsgarantie auf mindestens 92% der Nennleistung. Bevor ich Ihnen die Glas-Glas-Module vorstellen möchte, noch kurz eine Erklärung zu diesem Begriff Watt-Peak. Der ist vielleicht nicht allen geläufig. Die elektrische Leistung wird normalerweise mit Watt gemessen. Und Watt-Peak ist eine normierte Größe, mit der Photovoltaikmodule entsprechend eingestuft werden können. Das heißt, unter bestimmten Temperaturen, unter bestimmten Drücken werden diese Module getestet und werden dann entsprechend mit dieser Leistungszahl 380 Watt-Peak zum Beispiel versehen, was dann die Garantie ist, dass diese Module unter diesen Bedingungen auch genau diese Leistung bringen können. Jetzt kommen wir zu den Glas-Glas-Modulen. Da muss ich auch einen kleinen Exkurs vorab machen. Es gibt die Bayerische Bauordnung und die regelt, dass Photovoltaikmodule einen Mindestabstand von 1,25 Meter zu Brandwänden haben müssen. Das heißt also, in einem Reihenhaus in München, wo links und rechts zwei Häuser stehen, entsprechend auch Brandwände bautechnisch vorgesehen sind, vielleicht noch Fenster auf dem Dach sind, vielleicht noch eine Gaube. Da wird es dann auf dem Dach schon relativ eng, wenn man zu jeder Dachseite noch 1,25 Meter Abstand halten muss. Zum Glück wurde diese Bayerische Bauordnung novelliert und die Brandschutzvorschriften wurden angepasst, wenn man Glas-Glas-Module verwendet. Beim Einsatz von Glas-Glas-Modulen muss der Abstand zur Brandwand nur noch 50 cm betragen.
Wenn man jetzt links und rechts jeweils einen Meter gewinnt, dann kann man schon mal eine ganze Reihe Module mehr aufs Dach bringen, was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist. Diese Glas-Glas-Module von Jollywood bieten wir auch mit 380 Watt Peak an. Die haben eine 15-jährige Produktgarantie und eine 30-jährige lineare Leistungsgarantie auf mindestens 87,4% der Nennleistung. Jetzt kommen wir zu den Batteriespeichern. Auch inzwischen ein ganz wichtiges Element von Photovoltaikanlagen. Module selber gibt es schon seit vielen Jahren, seit mehreren Jahrzehnten. Der Speichermarkt ist eigentlich erst so seit circa 10 Jahren so richtig ins Rollen gekommen. Und wir bieten hier Module von BYD an. Das ist ein chinesischer Hersteller. Die Abkürzung steht für Build Your Dreams. Ist ein eher unbekanntes Unternehmen noch in Deutschland, ist aber eins der führenden Unternehmen im Speicherbereich. Wechselt sich immer so ab, Top 1, Top 2 mit anderen Konkurrenten. Und die Firma ist auch im E-Fahrzeugbereich in China ein sehr, sehr großer Hersteller. Diese BYD-Batterien, die zeichnen sich durch mehrere Vorteile aus. Zum einen sind sie modular aufgebaut. Wir haben unten die Bodenplatte und dann können Sie dort die weißen Speichereinheiten sehen. Und oben drüber ist dann die Steuerungseinheit. Und wir haben hier links einen Speicher dargestellt, BYD Premium Box HVS 5.1. Das ist der Speicher, der dann zwei Speichereinheiten hat. Und der ist erweiterbar, zum Beispiel auf die Größe 10.2. Das heißt, die hätte dann vier Speichereinheiten. Und Sie können diese Speichermodule dann entsprechend nachrüsten lassen. Das muss ein Elektriker machen, aber es ist relativ einfach und man ist damit sehr flexibel. Man kann den Speicher erstmal kleiner kaufen, kann ihn dann später auch noch nachrüsten. Die Speicher selber, die werden gemessen in der Kapazität, in Kilowattstunden. Der kleine Speicher 5.1 hat eine Kapazität von 5,12 Kilowattstunden, der größere von 10,24. Und die B- und Entladeleistung ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt bei den Batteriespeichern. Wenn Sie zum Beispiel ein E-Fahrzeug beladen wollen, dann ist es natürlich wünschenswert, dass Sie möglichst große Leistungen haben, die Sie aus dem Batteriespeicher ins Fahrzeug laden können. Oder wenn Sie eine starke Sonneneinstrahlung haben, ist es auch wiederum wünschenswert, den Speicher mit möglichst viel Energie schnell beladen zu können. Die B- und Entladeleistungen sind abhängig vom eingesetzten Wechselrichter. Wir haben hier mal mit einem Fronius-Wechselrichter gerechnet und Sie können hier sehen, die liegen zwischen 4,51 und 8,26 Kilowatt. Auf der rechten Seite ist die etwas größere Produktserie von BYD dargestellt, die HVM-Serie, die dann von 8,3 bis 22,1 Kilowattstunden Kapazität angeboten werden kann. Falls auch das noch nicht reicht, sind die Module auch noch, die Speicher auch noch kaskadierbar. Das heißt, Sie können bis zu drei dieser Batterietürme nebeneinander stellen und über einen Wechselrichter betreiben, sodass das für einen Familienhaushalt auf jeden Fall auch ausreichend sein sollte. BYD bietet 10 Jahre Leistungsgarantie auf 80% der Restkapazität an. Wir haben jetzt hier noch für Sie zum Größenverhältnis mal einen kleinen Speicher vorbereitet, der hier neben mir steht. Da können Sie direkt sehen, wie groß der eigentlich ist. Das ist hier der 5.1er, also der kleinste Speicher. Der geht mir so ungefähr bis knapp unter die Hüfte. Wenn Sie den erweitern mit einem weiteren Speichermodul, das hat dann diese Größe, müssen Sie sich dann so vorstellen, das käme dann einfach noch oben drauf. Und das ist also sehr überschaubar und in den meisten Kellern auch wirklich gut unterzubringen. Jetzt kommen wir zu den Wechselrichtern. Die Wechselrichter sind so ein bisschen das Herz der Photovoltaikanlage, weil hier die Steuerung, die Intelligenz sitzt. Wir bieten Hybridwechselrichter an von Fronius. Das sind Geräte mit einer Leistung zwischen 4 und 10 kW und Hybridwechselrichter von Goodwee zwischen 5 und 10 kW. Hier ist es leider aktuell durch die Verknappung im Halbleiter, im Chipmarkt so,
dass die Firma Fronius aktuell nur ganz begrenzt lieferfähig ist. Deshalb sind wir froh, dass wir unsere Anlagen dort auch mit den Wechselrichtern von GoodWe entsprechend planen und ausliefern können, um so auch weiterhin für Sie hier lieferfähig und anbietbar bleiben zu können. Die Wechselrichter selber sind von der HTW in Berlin getestet worden. Das ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft. Die macht jedes Jahr ein sogenanntes Speichermonitoring. Und dort sind sowohl der Fronius als auch der GoodWe-Wechselrichter in Kombination mit den Batteriespeichern von BYD als Top-Geräte eingestuft worden. Jetzt möchte ich Ihnen noch das Thema Elektromobilität und Photovoltaik erläutern. Hier ist ein sehr plakatives Rechenbeispiel. Mit der Fläche von einem Quadratmeter PV-Modul können Sie die Fahrleistung von 1000 Kilometern pro Jahr erzeugen. Wir haben hier ein kleines Modul vorbereitet. Das möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Die sind ca. 1,70 Meter hoch, sind 1 Meter breit. Das heißt, wenn man das hier so abschneiden würde, hätte man ungefähr einen Quadratmeter, die untere Fläche. Und mit dieser Fläche können Sie schon 1000 Kilometer Fahrstrom erzeugen. Wenn Sie jetzt 10 Module auf dem Dach haben, dann wären das schon 17.000 Kilometer. Das ist bei vielen schon die Jahresfahrleistung, die Sie mit der Photovoltaikanlage komplett abdecken können. Die Stromkosten selber sind bei Photovoltaik auch konkurrenzlos im Vergleich zu den Spritkosten. Bei Haushaltsstrom liegen Sie ungefähr bei 5 Euro pro 100 Kilometer. Wenn Sie die Anlage oder das Fahrzeug komplett mit Solarstrom beladen könnten, wären es sogar 2 Euro pro 100 Kilometer. Auch hier bieten wir Wallboxen an, mit denen die Fahrzeuge beladen werden können. Die Wallboxen werden mit dem Wechselrichter verbunden und werden dann in der Garage oder am Carport entsprechend installiert und können dann von dort mit Ihrem Ladekabel Ihr Elektrofahrzeug beladen. Auch hier ist es so, dass wir zwei Geräte anbieten, von Fronius, den Wattpilot, und von Easy, das ist ein Hersteller aus Norwegen, die Easy Home. Beides sehr gute, robuste Geräte mit verschiedenen Lademöglichkeiten. Die Easy extrem wetterbeständig aus dem Heimatmarkt Norwegen, die Fronius Wallbox mit verschiedenen Möglichkeiten, das Fahrzeug zu beladen. Hier möchte ich Ihnen nochmal darstellen, wie sich das Ganze aus der monetären Perspektive heraus bewerten lässt. Wir haben hier Beispiele gerechnet mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher. Ich gehe erstmal nur auf die erste Variante, diese erste Spalte ein. Wenn Sie keine PV-Anlage haben, dann haben Sie über den Zeitraum von 20 Jahren Stromkosten von ca. 30.000 Euro beim durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden. Sie haben dann keine Stromkostenersparnis durch die Photovoltaikanlage, bekommen keine Einspeisevergütung, müssen aber auch keine Investition tätigen. Diese Spalte ist sozusagen der Benchmark für die weiteren Berechnungen. In der zweiten Variante haben wir das Ganze jetzt berechnet mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Hier haben wir eine Anlage mit 8 kW Peak gewählt. Das heißt, das wäre eine Anlage, die zum Beispiel 20 Module der Solarfabrik mit 400 Watt hätte. In München kann man sagen, dass eine Anlage je installierter Leistung kW Peak ca. 1100 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt. Das heißt, mit den 8 kW Peak würden Sie 8800 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen können. Das würde jetzt Ihre Stromkosten senken. Sie müssen weniger Strom kaufen. Das wären noch 20.400 Euro. Durch den Eigenverbrauch haben Sie eine Stromkostenersparnis von 10.300 Euro. Und dazu kommt noch die Einspeisevergütung von 7.800 Euro für den Strom, den Sie nicht im Haus verbrauchen können, sondern dann ins Netz einspeisen und nach dem EEG vergütet bekommen. Sie müssen aber auch in die PV-Anlage investieren. Das sind 14.000 Euro. Und das heißt, über die Laufzeit von 20 Jahren hätten Sie eine Gesamtersparnis von 4.100 Euro. Jetzt kommen wir zur dritten Variante. Das ist dann die Betrachtung mit PV und Speicher. Hier haben wir einen Batteriespeicher von BYD dazugenommen, den HVM 11.0 mit
11 Kilowattstunden Nettokapazität. Die Stromkosten sinken weiter, weil sie noch weniger Strom aus dem Netz beziehen müssen, liegen noch bei 11.000 Euro. Die Stromkostenersparnis durch den erhöhten Eigenverbrauch ist deutlich gewachsen auf 19.700 Euro. Und die Einspeisevergütung, weil sie weniger Strom ins Netz einspeisen, mehr direkt zu Hause verbrauchen, liegt noch bei 6.000 Euro. Die Investition ist natürlich höher, weil sie neben der PV-Anlage auch den Speicher mitfinanzieren müssen, liegt bei 20.000 Euro. Und ihre Gesamtersparnis läge dann über 20 Jahre bei 5.700 Euro. Ganz wichtiger Punkt noch, wir haben die Investition hier als Nettokosten herangezogen. Wenn Sie eine Photovoltaikanlage betreiben, dann werden Sie automatisch zu einem Gewerbetreibenden und können dann je nach Steuermodell, was Sie wählen, auch entsprechend die Umsatzsteuer-Vorzugssteuer abziehen. Das heißt, da bietet die Photovoltaikanlage dann auch die Möglichkeit, die Investition als Nettoinvestition zu betrachten. Hier nochmal die Gesamtvorteile einer Photovoltaikanlage. Die Gesamtkapitalrendite, die liegt zwischen 2 und 4%. Das sind Bewertungen vom Umweltbundesamt, die in 2021 gemacht wurden, die wir hier auch ganz offiziell dann zu Rate ziehen können. Sie haben kein Finanzrisiko durch Schwankungen wie bei Aktienanlagen, weil Sie eine gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung über 20 Jahre aus dem EEG haben. Mit einer Photovoltaikanlage ist häufig auch eine Immobilienwertsteigerung verbunden und Sie sind unabhängig von der zukünftigen Strompreisentwicklung. Und als letzten Punkt bringen wir eigentlich fast den wichtigsten Punkt. Sie tragen selber zu einer nachhaltigen Stromerzeugung bei, weil Sie mit Ihrer PV-Anlage die CO2-Emissionen deutlich reduzieren können. Das möchte ich Ihnen jetzt nochmal anhand einer weiteren Folie zeigen. Mit der Anlage, die wir gerade schon wirtschaftlich betrachtet haben, mit der Leistung von 8 kW Peak, können Sie im Jahr 2.928 Kilogramm CO2 einsparen. Das ist gerechnet im Vergleich zum CO2-Emissionsfaktor des bundesdeutschen Stromdurchschnitts. Das heißt, wenn Sie diesen Strom aus dem Netz beziehen würden, würden für die Erzeugung dieses Stroms 2.928 Kilogramm CO2 emittiert werden. Wenn Sie den mit Ihrer PV-Anlage erzeugen, sparen Sie das ein. Ein Baum, der schafft jährlich 12,5 Kilogramm CO2 abzubauen. Wir wollen jetzt die Leistung der Bäume nicht mildern, aber es wären 234 Bäume erforderlich, um die CO2-Vermeidung Ihrer PV-Anlage entsprechend zu kompensieren. Und da ist es natürlich deutlich einfacher, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen, als 234 Bäume zu pflanzen. Eine Frage, die uns auch oft gestellt wird, ist die energetische Amortisation. Viele Kunden sagen, ich muss doch die Module herstellen, ich muss die, wenn sie aus Asien kommen, bis nach Deutschland transportieren. Da wird doch auch sehr viel Energie verbraucht. Rechnet sich das energetisch überhaupt? Und auch da gibt es eine Untersuchung vom Umweltbundesamt, auch aus dem Jahr 2021, die berechnet haben, dass eine PV-Anlage mit Modulen aus Asien, mit monokristallinen Modulen, innerhalb von 2 Jahren die Energie erzeugt, die für die Produktion und den Transport aufgewendet werden mussten. Das heißt, da Sie die Anlage mindestens 20 Jahre betreiben können, solange wie Sie die Förderung erhalten, und viele Anlagen laufen auch darüber hinaus, 5, 10 Jahre weiter. Also das sind 25, 30 Jahre sind für eine Photovoltaikanlage keine Seltenheit, und Sie nach 2 Jahren schon die Energie für Erzeugung und Transport erzeugt haben, ist das Ganze also auch energetisch sehr, sehr sinnvoll. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Förderung. Da gibt es in Bayern und in vielen Gemeinden in Bayern sehr, sehr attraktive Programme. Es gibt das 10.000-Häuser-Programm vom Land Bayern, was Photovoltaik- und Speicherpakete fördert. Das Programm ist so stark nachgefragt, dass das Land Bayern in der Vergangenheit häufig die Regeln für die Antragsstellung verändert hat. Aktuell ist es so, dass es immer wieder kurze Zeitfenster gibt von einigen Tagen, in denen die Förderung beantragt werden kann.
Das wird dann entsprechend auch auf der Website veröffentlicht. Und dann heißt es immer, schnell zu sein und sich die Förderung zu sichern. Wir hoffen, dass die Fördertöpfe hier auch in der Zukunft weiter erhöht werden, damit hier auch möglichst viele Photovoltaikanlagenbetreiber auch in den Genuss der Förderung kommen. Darüber hinaus gibt es in der Stadt München ein Förderprogramm für Photovoltaik und Batteriespeicher. Es gibt in den Gemeinden Ottobrunn, Oberschleißheim, Gräfelfing exemplarisch auch unterschiedliche Förderprogramme. Hier ist es immer wichtig, sich auch bei der Gemeinde zu informieren, wie die Fördermechanismen sind. Da gibt es pauschale Förderungen. Es gibt Förderungen, die sind zum Beispiel auf die Größe der Anlage bezogen. Es gibt auch Förderungen, die sind auf CO2-Vermeidungen bezogen. Was alle Förderprogramme eigentlich eint und was ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, wenn Sie die Förderung beantragen wollen, müssen Sie das immer machen, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben, bevor Sie eine Anlage kaufen. Das ist eigentlich bei allen Förderprogrammen die Vorgabe der Fördergeber, dass Sie nicht mit einem Förderantrag kommen dürfen, wenn Sie die Anlage schon gekauft haben. Deshalb immer erst die Förderung beantragen und dann erst den Kaufvertrag unterschreiben. Hier haben wir nochmal einige Kunden und auch die 600 Projekte exemplarisch dargestellt. Die meisten in München, aber auch in den Umlandgemeinden, durchaus schon viele Anlagen, gerade im Süden von München. Hier haben wir drei, wie ich hoffe, zufriedene Kunden von uns dargestellt. Mehr Informationen können Sie auch auf unserer Website nachlesen. Da sind nochmal die einzelnen Projekte etwas näher beschrieben, die wir dort entsprechend realisiert haben. Überhaupt finden Sie auf unserer Website auch noch viele Informationen zu unseren Produkten, zur Photovoltaik insgesamt, auch zu den Fördermöglichkeiten. Stöbern Sie da einfach mal durch. Das ist mit Sicherheit auch interessant und Sie können sich da noch weiter mit dem Thema vertraut machen. Wie sind die Schritte zu einer eigenen Photovoltaikanlage, wenn Sie sagen, ja, das Thema interessiert mich so, ich möchte das jetzt noch weitergehen? Im ersten Schritt können Sie bei uns auf der Website ein Online-Formular ausfüllen. Da ist der Link auch schon im Chat gepostet oder wird gleich noch gepostet. Dort können Sie dann ein paar wenige Angaben zu sich, zu Ihrem Gebäude machen. Wir nehmen das dann auf, schauen uns das an und würden Sie dann zu einem telefonischen Erstberatungsgespräch kontaktieren, mit Ihnen gemeinsam besprechen, was eigentlich Ihr Wunsch ist, wie groß die Anlage sein soll, wie groß sie auch sein kann von den Bedingungen Ihres Daches her. Das schauen wir uns dann zusammen zum Beispiel auf Google Maps an. Können Sie beraten, ob ein Batteriespeicher sinnvoll ist, ob eine E-Mobilitätslösung vielleicht auch noch in der Zukunft angedacht ist, dass man gleich den Speicher schon ein bisschen größer dimensioniert. Wir können auch über die Wärmepumpe sprechen, wenn das auch ein Thema ist, was Sie gerne einbinden möchten. Das heißt, in diesem ersten Beratungsgespräch können wir schon viele Fragen klären. Wenn das für Sie dann noch weiter interessant ist und auch Ihr Haus entsprechend geeignet ist für eine Photovoltaikanlage, würden wir dann einen Expertencheck durchführen. Das ist entweder ein Vororttermin, dann kommt einer unserer Experten zu Ihnen, nimmt alle Informationen auf, oder wir würden das über ein Online-Formular machen, dass Sie auch ein paar Fotos vom Haus uns noch schicken können, dass wir darauf basierend dann ein individuelles Angebot erstellen können. Und erst wenn Sie dieses individuelle Angebot unterschreiben, dann würden für Sie auch Kosten entstehen. Das heißt, die ersten Schritte, die Beratung, der Expertencheck, sind alles kostenlose Leistungen, die wir anbieten. Und erst wenn Sie dann sagen, ja, ich möchte die Anlage so realisieren, dann fallen natürlich auch die Kosten an. Danach würden unsere Installationspartner die Anlage bauen. Wir arbeiten hier mit mehreren Installationsbetrieben im Raum München zusammen. Das machen wir schon seit mehreren Jahren. Das sind zum Teil sehr alteingesessene Solarfirmen, die schon seit 20 Jahren Photovoltaikanlagen bauen, also eine sehr, sehr große Erfahrung in dem Markt haben und mit denen wir auch jetzt schon seit mehreren Jahren sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die einfach ihr Geschäft auch verstehen für die Montage der Photovoltaikanlage und den Anschluss der Anlage ans Netz. Ich möchte Ihnen jetzt das Ganze noch in einem kleinen Film präsentieren, den wir jetzt kurz einspielen. Da können Sie sich nochmal alles in Ruhe anschauen und danach würden wir dann schon übergehen in die Fragerunde. Dann können wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Sie können Fragen stellen und viel Spaß jetzt beim Film.
Zu Hause ist es am schönsten. Aber wussten Sie, dass Sie mit Ihrem Zuhause auch Geld sparen können? Und zwar mit einer eigenen PV-Anlage. Doch Moment, ist die Installation nicht unfassbar aufwendig und lohnt sich das überhaupt noch? Lohnen wird es sich allemal, denn der Strompreis steigt stetig und so spart man vor allem mit dem Eigenverbrauch bares Geld. Ihren Strom verbrauchen Sie direkt daheim und beziehen dadurch weniger Strom aus dem Netz. Was Sie nicht direkt verbrauchen, können Sie ins Netz einspeisen und werden dafür vergütet. Ganz nebenbei sparen Sie mit Ihrer PV-Anlage noch CO2-Emissionen, sogar so viel wie 218 Bäume jährlich. Und mit uns ist auch die Installation mühelos, dank des Rundum-Sorglos-Pakets von M-Solar Plus. Fordern Sie einfach online ein Angebot an. Dafür brauchen wir zunächst verschiedene Informationen, wie Stromverbrauch, Adresse oder Dachschräge. Moment, Sie sind sich nicht sicher, wie schräg Ihr Dach ist? Kein Problem. Sobald Sie Ihre Daten abgesendet haben, melden wir uns für eine unverbindliche Erstberatung bei Ihnen. So finden wir gemeinsam heraus, ob sich eine PV-Anlage für Sie lohnt, beantworten all Ihre Fragen und klären, ob Sie zusätzlich einen Speicher oder die Wallbox zum Laden von E-Autos brauchen. Anschließend kommt ein Experte zu Ihnen nach Hause und prüft noch einmal alles. Erst dann erhalten Sie Ihr individuelles Angebot. Wenn damit alles passt, geht's an die Montage und den Netzanschluss. Darum kümmern wir uns natürlich auch. Sparen Sie mit Ihrem Eigenheim und dem M-Solar Plus Programm CO2-Emissionen und Geld. Jetzt besonders attraktiv durch die München-Förderung. Mein Zuhause, mein Solarstrom von den SWM. Ja, willkommen zurück. Wir haben schon eine große Anzahl an Fragen im Chat und ich werde jetzt gemeinsam mit Markus versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Ich habe versucht, das ein bisschen zu clustern, soweit es möglich ist, Fragen, die zu ähnlichen Themen sind, auch zusammenzufassen. Ich würde mal beginnen mit Fragen, die sich auf die Ausrichtung des Dachs beziehen. Zum Beispiel, kann man überhaupt auch auf einem Ost-West ausgerichteten Dach eine Anlage installieren? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist was, auf das ich bisher noch nicht eingegangen bin im Vortrag, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn Sie sich noch an die Erzeugungskurve der Photovoltaikanlage erinnern, diese Glockenkurve, dann ist die für ein Süddach so, dass dann natürlich die Mittagszeit die größte Erzeugungsmenge da ist. Wenn Sie die Anlage auf einem Ost-West-Dach installieren würden, dann müssen Sie sich das so vorstellen, dass morgens ja im Osten die Sonne aufgeht. Das heißt, die Ostseite ist im Morgen stärker beschienen. Das heißt, morgens haben Sie mehr Ertrag von der Photovoltaikanlage, von der Ostseite. Und die Mittagszeit scheint die Anlage auf die Ost- und Westseite, aber natürlich nicht im optimalen Einstrahlungswinkel. Das heißt, die Mittagsspitze ist etwas niedriger. Abends kommt dann die Westseite, die westlichen Module ins Spiel und können dann auch länger und mehr Strom erzeugen als bei einer reinen Südanlage. Das heißt, der Energieertrag einer Ost-West-Anlage ist in Summe vielleicht etwas geringer, aber die Verteilung der Energie über den Tag ist eigentlich besser für ihr Nutzungsverhalten. Das heißt, Ost-West-Anlagen sind eigentlich heute mit dem Eigenverbrauchsansatz eine sehr, sehr gute Option. Früher war es so, dass die Anlagen immer nach Süd ausgerichtet sein mussten, 30 Grad, um halt die maximale Energie rausholen zu können. Das ist heute in keinster Weise mehr die Bedingung. Es gibt sogar die Möglichkeit, Nordseiten zu belegen, je nachdem, wie flach die Neigung des Daches ist. Wir planen alle unsere Anlagen mit einem Planungstool, in dem dann auch der Energieertrag und auch die Wirtschaftlichkeit entsprechend ermittelt werden können. Und wenn Ihr Gebäude zum Beispiel eine Süd-Nord-Ausrichtung hat und die Dachneigung nicht besonders stark ist, dann können wir bei Ihnen nochmal die Nordseite belegen und schauen, ob sich das energetisch lohnt und Ihnen dann eine entsprechende Empfehlung geben. Ja, das ist ja Gedankenübertragung, denn die Frage war ja hier konkret, ob sich eine Photovoltaikanlage lohnt auf einem Norddach mit ungefähr 30% Neigung. Weiß nicht, können wir pauschal etwas dazu sagen? Ja, 30 ist schon relativ viel, aber das würden wir einfach mal durchrechnen. Wenn Sie wollen, können Sie einfach
Ihr Haus mal bei uns im Kontaktformular hinterlegen. Dann können wir das mal betrachten, ob das Norddach bei Ihnen auch Sinn macht. Gut, danke. Ich bleibe ein bisschen bei dem Thema Dachbelegung. Eine Frage bezog sich auf Glas-Glas-Module, die ja vermeintlich teurer sind. Würde es dann also Sinn machen, nur an der Seite zur Brandwand Glas-Glas-Module zu verbauen und dann eben auf dem restlichen Dachfläche normale Module? Also ist ein interessanter Ansatz. Leider ist es so, dass die Module alle geringfügig unterschiedliche Maße haben. Wenn Sie hier das Modul hinter mir sehen, dann ist das, ich schätze mal, 1,74 Meter hoch. Vom anderen Modulhersteller sind die Module dann 1,72 Meter hoch, dafür vielleicht einen Zentimeter breiter. Das heißt, wenn Sie mit diesen Modulen dann eine Dachfläche belegen wollen, dann funktioniert das Ganze mit einer Unterkonstruktion eigentlich nicht so richtig und sieht auch nicht so richtig schön aus. Die Module haben auch andere elektrische Eigenschaften, was Spannung und Ströme angeht. Deshalb kann man die nicht im Mix verschalten. Das würden wir Ihnen nicht empfehlen. Und der Preisunterschied zwischen den Glas-Glas-Modulen von Jollywood und den Modulen der Solarfabrik, der ist auch gar nicht so hoch. Also das ist durchaus realisierbar. Dankeschön. Dann bleibe ich nochmal bei den Modulen. Wie sieht es aus mit Gefahren durch Hagel- oder Blitzeinschlag? Mhm. Wie hagelresistent sind unsere Module? Ja. Also die Module haben alle oben auf der Oberseite Sicherheitsglas, was gegen Hagel einen gewissen Schutz bietet. Es gibt natürlich immer Extremunwetter, die wir auch in Deutschland in den letzten Jahren immer mal wieder hatten. Wenn es zu ganz extremen Hagelschlägen kommt, kann es auch sein, dass die Module beschädigt werden. Das lässt sich nicht komplett ausschließen, aber ein normaler kleiner Hagel, der kann den Modulen gar nichts anhaben. Beim Blitzschutz ist es so, dass wenn der Blitz ins Dach einschlägt und ins Modul einschlägt, dann ist das Modul kaputt. Das kann das dann entsprechend nicht überstehen. Also, aber wenn Sie einen Blitzschutz am Haus haben, dann kann man die PV-Anlage da auch entsprechend einbinden. Wenn Sie keinen Blitzschutz haben, dann erhöht eine PV-Anlage aber auch nicht das Risiko eines Blitzeinschlages auf Ihrem Gebäude. Zusätzlich bauen wir alle unsere Anlagen auf der Installationsseite mit einem AC- und DC-Überspannungsschutz, also für DC-Wechselstrom, DC-Gleichstrom, AC-Wechselstrom, was dann auch verhindert, dass bei einem Blitzeinschlag Ihre Verbraucher im Haus entsprechend in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt, gerade durch den AC-Blitzschutz wird auch nochmal Ihre Hausinstallation grundsätzlich aufgewertet und geschützt. Ja, vielleicht noch eine Frage jetzt erstmal zum Thema Module. Was sind Halbzellenmodule? Was bringen diese? Mhm. Halbzellenmodule sind Module, bei denen die Wafer einmal in der Mitte durchgeschnitten werden und dann werden nur halbe Zellen, also halbe Waferzellen im Modul verschaltet. Die haben eine höhere Effizienz. Es gibt sogar inzwischen schon Module mit Drittelzellen. Man macht sogar schon Versuche, dass man diese Zellen entsprechend ein bisschen schindelt. Was Sie hier sehen können, ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein bisschen ranzoomen können, das sind ganze Zellen. Das heißt, hier dieses eine Quadrat, das ist eine komplette Zelle. Und bei den Halbzellen müssen Sie sich das so vorstellen, dass halt die in der Mitte durchgeschnitten ist und dann halt mehrere Halbzellen entsprechend im Modul verbaut sind. Gut, dann komme ich nochmal zum etwas anderen Thema, mehr so in Richtung Wechselrichter. Eine Frage war hier, dass unsere Wechselrichter eine maximale Leistung bis 10 kW haben, ob das die Obergrenze für die Photovoltaikanlage ist. Also ich gehe jetzt mal auf die Wechselrichter von Goodwee ein. Die können DC-seitig können die bis zu 13 kW verarbeiten. Die Geräte können also dann auch für eine PV-Anlage mit 13 kW Peak eingesetzt und betrieben werden. Falls die Anlage noch größer realisiert werden kann bei Ihnen auf dem Dach, dann können wir einen weiteren Goodwee PV-Wechselrichter dazuschalten, der zum Beispiel dann auch eine Anlagengröße von 20 kW Peak
entsprechend abdeckt. Die ganze Energie ist dann auch kann in den Speicher geladen werden. Da macht es natürlich auch Sinn, einen entsprechend großen Speicher auszuwählen. Also mal etwas flapsig gesagt, die Grenzen nach oben sind offen. Also je nachdem, was Ihr Gebäude hergibt, kann man da auch große PV-Anlagen bauen. Gut, vielen Dank. Ich hatte noch eine Frage, das bezog sich auf den Hybridwechselrichter, wieso man einen Wechselrichter für die Batterie braucht, wenn es doch auch die Batterie mit Gleichstrom geladen wird. Man braucht einen Wechselrichter für die Batterie, um die Batterie zu B- und Entladen. Und der Strom aus der Batterie, der dann als Gleichstrom aus der Batterie wieder entladen wird, muss dann natürlich in Wechselstrom umgewandelt werden, damit er genutzt werden kann. Der Vorteil der Hybridwechselrichter ist, dass Sie den PV-Strom als Gleichstrom schon direkt in die Batterie einspeichern können. Das heißt, da wird ein Umwandlungsschritt wird durch die Hybridwechselrichter sozusagen überflüssig. Früher war es so, wenn Sie zwei Wechselrichter hatten, dann haben Sie aus dem PV-Wechselrichter erstmal den ganzen Strom in Wechselstrom umgewandelt. Und dann ging der Teil, der in den Batteriespeicher kam, gegenüber dem Batteriewechselrichter und wurde wieder in Gleichstrom umgewandelt. Und das ist der Vorteil der Hybridwechselrichter, dass dieser Umwandlungsschritt dann schon entfallen kann. Ja, es gab noch eine weitere Frage zu Wechselrichtern, und zwar bezog sich auf die Steuerung der Wechselrichter. Wie steuert der Wechselrichter eigentlich, wann eingespeist wird, wann verbraucht wird, ausgespeist wird? Wie passiert das? Ja, also die Wechselrichter haben ein Energiemanagementsystem. Das ist eine Platine, auf der die Intelligenz sitzt. Und sie sind beide mit einem Smart Meter, einem Zähler versehen. Dieser Smart Meter, der sitzt direkt an Ihrem Hausanschluss und misst zum Beispiel, dass Ihre Photovoltaikanlage gerade Strom erzeugt und Sie über Ihren Zähler Strom ins Netz einspeisen. Sie haben bei einer Photovoltaikanlage, das ist noch wichtig, einen Zwei-Richtungszähler. Der kann sowohl messen, wenn Sie Strom ins Netz einspeisen, wenn Sie also mehr Strom erzeugen, als Sie verbrauchen, oder wenn Sie Strom aus dem Netz beziehen. Wenn sich das dann ändert, wenn Sie Strom aus dem Netz beziehen, dann misst der Zähler auch diesen Effekt, gibt den Impuls sofort an den Wechselrichter weiter und der Wechselrichter schaut, ist noch Strom im Batteriespeicher drin? Wenn ja, beendet er den Strombezug und lässt den Strom aus dem Energiespeicher in den Haushalt, damit dort die Verbraucher mit dem Strom aus dem Speicher versorgt werden können. Das ist also ein System, was permanent ausgeregelt wird, um möglichst optimalen Eigenverbrauch für Sie zu gewährleisten und den Netzbezug zu reduzieren. Ja, vielen Dank. Machen wir weiter. Es gab eine Frage, ich habe nichts zum Thema 70%-Regel vernommen. Ist die obsolet geworden oder gibt es die noch? Die ist leider nicht obsolet geworden, die gibt es immer noch. Die 70%-Regel sagt, dass die Einspeisung am Netzeinspeisepunkt auf 70% der Wirkleistung der Anlage begrenzt sein muss. Und da können beide Wechselrichter eine dynamische Wirkleistungsbegrenzung vornehmen, was bedeutet, dass nicht die Erzeugung der Anlage auf 70% reduziert wird, sondern nur die Energie, die ins Netz eingespeist wird, auf 70% der Nennleistung reduziert ist. Und da kommt dann wieder der Batteriespeicher ins Spiel. Das heißt, wenn die Anlage an sehr sonnigen, kühlen Tagen eine hohe Erzeugungsleistung bietet, dann kann ein Teil direkt in den Batteriespeicher geladen werden. Und die 70%-Regel kürzt also gar nicht den Ertrag Ihrer Anlage, weil Sie über den Batteriespeicher das entsprechend abpuffern können. Ja, wenn wir gerade bei Batteriespeichern sind, gab es eine Frage, ob die Batteriespeicher oder ob bei einem Stromausfall durch die Photovoltaikanlage und den Batteriespeicher das Haus trotzdem weiter mit Strom versorgt werden kann. Das ist eine Lösung, die bietet zum Beispiel die Fronius-Produktfamilie. Die bietet eine vollständige Versorgung des Gebäudes auch im Netzausfall an. Bei den Goodwill-Wechselrichtern, da ist es nicht möglich, das so zu realisieren. Das ist aber auch mal eine Fragestellung, ob man das überhaupt braucht. Als Mitarbeiter der Stadtwerke München weiß ich, dass wir eine sehr, sehr sichere Stromversorgung in München betreiben.
Und die Stromausfälle, werden Sie wahrscheinlich auch mir beipflichten können, sehr, sehr selten auftreten und wenn auch nur sehr, sehr kurzfristig auftreten. Diese Installationen für eine Ersatzstromversorgung sind auch immer mit Mehrkosten verbunden. Da muss man sich auch wirklich die Frage stellen, ob sich das rechnet. Ist das Risiko eines Stromausfalls wirklich so groß? Was beide Wechselrichter können und mit beiden Anlagen möglich ist, das ist, dass im Fall eines Stromausfalles eine Ersatzversorgung dergestalt erstellt werden kann, die sehr einfach zu realisieren ist, dass Sie einfach am Wechselrichter eine Notstromsteckdose installieren, an der Sie dann für einige wenige Verbraucher auch Strom beziehen können, dass Sie zumindest ein bisschen Licht im Haus haben können. Das lässt sich über diese Notstromsteckdose sehr einfach realisieren. Sehr schön. Wie behandeln denn Wechselrichter und unsere Systeme Beschattungen oder Verschattungen? Ja, auch eine gute Frage. Es gibt ja bei Modulen auf dem Dach durch Gauben, durch Schornsteine, durch Satellitenschüsseln den Effekt, dass die Module kurzzeitig auch verschattet sein können, je nachdem, wenn die Sonne über den Himmel wandert, genauso durch Bäume, die im Garten stehen, nah am Haus stehen, die auch Teile des Daches verschatten. Hier ist es so, dass es da eigentlich unterschiedliche Stufen gibt. Wenn es eine ganz, ganz geringe Verschattung gibt, dann ist das eigentlich für die Module und für den Ertrag nicht besonders schlimm. Dann kann man im Wechselrichter das integrierte Verschattungsmanagementsystem nutzen. Das sind in den Wechselrichtern jeweils Softwareprogramme, die das optimieren. Jetzt geht es ein bisschen in die Physik rein. Die Module sind in Reihe verschaltet. Das heißt, dass das schwächste Modul in dieser Kette, das regelt sozusagen den energetischen Ertrag, den man bringen kann. Und die Verschattungsmanagementsysteme, die regeln das dann so aus, dass dieses Modul nicht den ganzen String, diese ganze Reihe mit runterzieht. Wenn es größere Verschattungen gibt, die jetzt auch über längere Zeit und über größere Modulflächen auftreten, gibt es noch die Möglichkeit, einzelne Module, die dieser Verschattung ausgesetzt sind, mit sogenannten Moduloptimierern auszustatten. Die werden dann je Modul installiert und die sorgen nochmal dafür, dass auch hier die Erträge entsprechend besser sind, als wenn man diese Moduloptimierer nicht einsetzt. Im schlimmsten Fall ist es aber auch so, dass ein Modul vielleicht durch einen Baum den ganzen Tag verschattet wäre. Da würden wir Ihnen dann auch ganz klar empfehlen, diesen Teil des Daches nicht mit Photovoltaikmodulen zu belegen, weil das dann einfach energetisch auch nicht sinnvoll wäre. Ja, vielleicht noch ein paar Punkte zur Wartung der Anlagen. Welche elektronischen Bauteile sind eigentlich auf dem Dach verbaut und wie Reparatur und wartungsanfällig sind diese Bauteile? Ja, auf dem Dach sind die Module und die Leitungen verbaut. Die sind jetzt nicht besonders wartungsanfällig. Also was da im schlimmsten Fall mal passieren kann, ist, dass irgendein Marder die Leitung anknabbert. Aber ansonsten passiert da eigentlich relativ wenig. Die Steuerungseinheiten, Wechselrichter, Speicher, die sind unten im Keller installiert. Das ist zumindest unsere Empfehlung. Das ist eigentlich der bestgeeignetste Raum. Und die sind natürlich im Fall eines Schadens immer gut erreichbar. Es ist so, dass wir bei den Wechselrichtern, die Wechselrichter auch mit einer 10-jährigen Produktgarantie anbieten. Das ist eine Garantieverlängerung, die wir extra für Sie in unseren Projekten auch entsprechend beim Hersteller vereinbart haben, dass Sie dann auch dort auf die Wechselrichter eine 10-jährige Garantie haben, wenn da ein Schaden am Wechselrichter sein sollte. Mit welchen laufenden Kosten ist für die Wartung zu rechnen? Das kommt ganz darauf an, wie intensiv Sie das betreiben wollen. Es ist zum Beispiel möglich, dass Sie die Anlage regelmäßig mal von einem Installateur durchchecken lassen, der prüft, ob alles noch gut befestigt ist auf dem Dach, ob die Leitungen noch alle sicher sind. Das sind zum Beispiel Kosten, die dann auftreten können. Sie könnten auch die Anlage reinigen lassen.
je nachdem, wie steil die Module auf dem Dach angebracht sind, ist das auch was, was man nach einigen Jahren durchaus mal in Erwägung ziehen sollte. Wenn die Module sehr steil, das Dach sehr steil sind, dann wird das durch den Regen größtenteils abgewaschen. Wenn es eine flachere Anlage ist, dann kann sich eine Reinigung nach 5 oder 10 Jahren durchaus mal rentieren. Wir entwickeln gerade einen Service- und Wartungsvertrag, den wir auch im Laufe dieses Jahres anbieten wollen, mit dem wir dann auch Ihnen diese Wartungsleistungen anbieten wollen, sowohl das Thema, dass die Anlage mal durchgecheckt wird, als auch das Thema, dass die Anlage gereinigt wird. Wenn Sie da Interesse haben, haben wir auf unserer Website schon eine Liste, da können Sie sich auch gerne eintragen, wenn Sie Interesse am Thema Service und Wartung haben. Ja, vielleicht noch eine Frage. Braucht man eine Zusatzversicherung? Wenn ja, welche? Also ich empfehle eigentlich jedem Photovoltaikanlagenbesitzer, die Anlage in die Gebäudeversicherung mit aufzunehmen. Das ist ein Anruf, eine E-Mail an Ihren Gebäudeversicherer. Da müssen Sie ihm sagen, wie groß die Anlage ist, vielleicht noch ein paar mehr Informationen mitliefern. Und dann wird die aufgenommen, je nach Gebäudeversicherer, je nach Vertrag, den Sie haben. Kann das kostenlos sein oder nochmal mit geringen Zusatzkosten verbunden sein. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Photovoltaikversicherungen, die sich häufig dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur die Schäden an einer Photovoltaikanlage abdecken, wie es die Gebäudeversicherung auch tut, sondern dass sie ihnen auch im Schadensfall noch einen Ertragsausfall zusichern. Das ist für große Photovoltaikparks, also wirklich große gewerblich betriebene Anlagen, ist das durchaus eine sinnvolle Investition, sich auch gegen solche Schäden abzusichern. Bei kleinen Anlagen ist es eine persönliche Abwägung, ob Sie noch so eine zusätzliche PV-Versicherung abschließen wollen oder nicht. Dankeschön. Ich komme nochmal auf die Speicher zurück. Wie lange kann man nach dem Kauf eines Speichers den Speicher noch erweitern? Also der Hersteller BYD, der bietet das unbegrenzt an. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Sie in 10 Jahren noch die Module, die wir hier unten haben, für diesen Speicher, dass Sie die noch bekommen können. Das heißt, ich würde schon, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, den Speicher zu erweitern, das schon innerhalb der ersten Jahre des Betriebs machen. Man weiß nie, wann die Hersteller ihre Produktserien umstellen, wann sie neue Geräte rausbringen und wie lange sie dann auch noch Speichermodule für die bestehenden, für die alten Serien anbieten. Aber offiziell ist es unbegrenzt von BYD. Ja, wenn wir gleich beim Speicher da sind, wie schätzt du, Markus, die Brandgefahr bei Speichern ein? Also das sind gekapselte Geräte, die auch dem sogenannten Nageltest ausgesetzt werden, wo man einen Nagel durch den Speicher durchtreibt und die Brandgefahr ist sehr, sehr gering bei den Speichern. Ja, jetzt sind doch nochmal neue Fragen reingekommen, auch nochmal zu der Frage Dacheignung, Dachkonstruktion. Erste Frage ist, welche Traglastreserve braucht man, muss man einplanen, statisch, damit es funktioniert? Also wie stark muss das Dach ertüchtigt sein? Also in der Regel sind bei jetzt einem klassischen Einfamilienhaus ist das Dach eigentlich ausreichend. Wenn Sie noch Statikunterlagen vom Haus haben oder Ihren Statiker noch haben, können Sie den Arbeitmann mal kurz kontaktieren, dass der Ihnen noch mal das kurz bestätigt, dass die PV-Anlage auch von der Last her aufs Dach gebaut werden kann. Aber bei neueren Einfamilienhäusern sind die Dächer in der Regel eigentlich so konstruiert, dass das kein Problem darstellt. Aber eine Absicherung bei Ihrem Statiker oder auch bei Ihnen, schauen Sie noch mal in die Unterlagen rein, wie hoch da die Auflast ist, die das Dach noch als Lastreserve hat. Dann können wir das auch noch entsprechend bewerten, wenn Sie uns da Daten zur Verfügung stellen. Ist denn jede Dachkonstruktion geeignet, auch zum Beispiel ein Fettendach? Es ist nicht jede Konstruktion geeignet. Die Sparrenlage ist wichtig, dass die Sparren nicht zu weit auseinander liegen. Grundsätzlich sind Schrägdächer, Flachdächer geeignet. Bei Walmdächern wird es manchmal kompliziert.
beim fetten Dach muss man auch schauen, wie es entsprechend konstruiert ist, ob man es nutzen kann. Eine Aufsparendämmung ist zum Beispiel kein Problem, wenn Sie die auf dem Dach haben. Da kann man einfach längere Schrauben verwenden. Die PV-Anlage selber, vielleicht kurz zur Konstruktion, die wird mit Dachhaken in den Sparren befestigt und auf diesen Dachhaken, die dann unter die Ziegel einreichen, auf diese Dachhaken werden dann die Aluschienen befestigt und auf denen werden dann die Module montiert. Bei vielen Dächern, Dachziegeln setzen wir sogenannte Blechziegel ein. Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Dachhaken wird auf den Sparren geschraubt, dann wird der Ziegel oben drüber wieder eingesetzt und dann kommt die Last mit der Photovoltaikanlage drauf. Wenn jetzt zum Beispiel im Winter eine hohe Schneelast wäre, dann wird dieser Haken ein bisschen runtergedrückt und könnte den unteren Ziegel beschädigen. Vielleicht nur feine Haarrisse, aber im Laufe der Zeit könnte dadurch auch Wasser eindringen. Deshalb setzen wir bei den Ziegeln, bei denen dieses Phänomen auftreten kann, setzen wir den unteren Ziegel als Blechziegel und der verhindert dann, weil er elastisch ist, dass diese Beschädigung an Ihrem Dachziegel auftritt und somit das Dach auch entsprechend dicht bleiben kann. Die Dachziegel sind nachher unter der Fläche verborgen, die sieht man also gar nicht. Die gibt es auch in farbig, das heißt auch in Rot oder Schwarz. Das heißt, das ist auch ästhetisch überhaupt kein Problem und aus Sicherheitsgründen ist das einfach was, was wir auch bei gewissen Ziegeltypen, wie zum Beispiel Bieberschwanz oder bei Flachziegeln, einfach obligatorisch anbieten, damit Sie da nicht irgendwann nach einigen Jahren Probleme mitkriegen. Ja, wenn wenig Dach, wenig Platz auf dem Dach ist, lohnt es sich dann vielleicht die Garage zu belegen oder den Carport? Das geht auf jeden Fall. Haben wir auch schon häufiger realisiert, dass wir dann einen Teil der Module auf dem Dach installieren, einen Teil der Module auf dem Carport. Die Wechselrichter, die haben zwei, das nennt sich MPP-Eingänge. Das heißt, die können also zwei völlig unterschiedlich ausgerichtete Modulflächen optimal miteinander verschalten. Das heißt, auf den einen Eingang kommen dann die Module auf dem Dach und auf den anderen Eingang kommen die Module auf der Garage, die natürlich einer anderen Einstrahlung, anderen Neigungswinkel ausgesetzt sind. Und das lässt sich problemlos realisieren. Kann man als Kunde Strom, ja, wenn man eine Photovoltaikanlage bei uns kauft, auch Stromkunde werden? Das ist möglich. Und die Frage geht da aber weiter. Bekommt man dann für Wärmepumpen Sonderkonditionen? Vielleicht nutzen wir das, um nochmal das Thema Wärmepumpe und Photovoltaikanlage zu thematisieren. Ja, ich habe die Wärmepumpe ja vorhin schon kurz erwähnt als sehr gute Kombination mit einer Photovoltaikanlage, um entsprechend umweltfreundlich nicht nur Strom zu erzeugen, sondern auch das Haus zu beheizen. Bei der Wärmepumpe ist es so, dass Sie dort in der Regel von Ihrem Versorger einen günstigeren Tarif haben. Und diesen günstigen Tarif, den erhalten wir Ihnen, indem wir die Wärmepumpe mit dem sogenannten Messkonzept C3, das ist jetzt ein rein technischer Begriff, bei Ihnen realisieren. Das heißt, dieses Messkonzept, da bauen wir im Zählerschrank entsprechend dieses Messkonzept um und Sie haben dann die Möglichkeit, den Strom aus der PV-Anlage zu nutzen. Wenn der nicht ausreicht, haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihren günstigen Wärmepumpentarif zu nutzen, den Sie zum Beispiel von uns, von den Stadtwerken München auch bekommen können, um dann Ihre Anlage optimal mit Photovoltaikstrom betreiben zu können. Was wir nicht anbieten in dem Zusammenhang, ist die intelligente Anbindung von Wärmepumpen. Viele Wärmepumpen, gerade neue Geräte, haben das Label SG Ready, das heißt Smart Grid Ready. Die sind also auch dafür geeignet, dass die Wärmepumpe auch intelligent in die Photovoltaikanlage eingebunden wird. Das ist aber dann eine Aufgabe, die wir Ihrem Heizungsinstallateur überlassen würden, weil die Wärmepumpe als Heizungsanlage von uns nicht mitgesteuert und installiert werden kann. Aber wenn Ihr Heizungsinstallateur sich damit auskennt, und ich sage es auch, das ist nicht ganz einfach, das ist schon relativ komplex, diese SG-Ready-Schnittstelle zu bedienen, dann ist das eine Möglichkeit, die Sie zusätzlich auch noch natürlich dann mit nutzen können. Gut, eine Frage zu
Förderprogrammen, die ich auch gleich direkt beantworten kann, sind die Förderprogramme kombinierbar? Ja, Sie können auch das Förderprogramm vom Land Bayern mit dem Förderprogramm beispielsweise der Stadt München kombinieren. Sie müssen sich in einzelnen Fällen dann nochmal genau informieren, ob es irgendwelche Ausschlusskriterien gibt. Und dann war noch eine zweite Frage, die kann ich auch gleich beantworten. Kann ich in Gräfelfing eingespeisten Strom an meinen Zweitwohnsitz zu reduzierten Preis beziehen? Das sind so Modelle, gab es mal Cloud-Modelle, die bieten wir nicht an. Und nach meinem Kenntnisstand sind die meisten dieser Modelle auch wieder aus dem Markt verschwunden. Markus, ab welcher Leistung muss die Anlage durch die Stadtwerke abschaltbar oder regelbar sein? Also es gibt die Anforderung, dass größere PV-Anlagen mit einem sogenannten Funkgrundsteuergerät ausgestattet werden müssen, um die Anlage im Fall von starken Schwankungen im Stromnetz auch entsprechend runterregulieren zu können. Da gab es auch eine Novellierung, das ist aktuell ab 25 kW Peak erforderlich, dieses Funkgrundsteuergerät einzubauen. Das würden wir dann, wenn wir so eine große Anlage mit Ihnen planen würden, auch entsprechend einplanen und installieren. Gut, jetzt gab es noch eine Frage, die kann ich auch schnell beantworten, ob unser Beratungsangebot auch im Umland gilt. Ja, auch in den umlandliegenden Gemeinden beraten wir Sie und bauen Ihnen eine Photovoltaikanlage. Eine weitere Frage, ab welcher Dachneigung rutscht der Schnee im Winter ab? Hast du dazu Informationen? Also da habe ich ein Praxisbeispiel aus meiner Nachbarschaft. Das sind zwei Dächer, die sind beide gleich steil und von dem einen Dach rutscht der Schnee immer sofort ab und von dem anderen bleibt er länger liegen. Ich kann es mir selber nicht erklären und das ist vielleicht auch meine Antwort dazu. In der Regel rutscht er relativ schnell ab, aber bei diesen beiden Dächern, die wirklich die gleiche Neigung haben, sind identische Häuser, da passiert es unterschiedlich stark. Aber es ist kein großes Hemmnis, kein großes Hindernis, es sei denn, wir haben wirklich mal Schneeverhältnisse wie vor 2-3 Jahren, als wir einen Meter Neuschnee hatten im Süden von München. Da hält er sich natürlich dann ein bisschen länger auf den Dachflächen. Ja, eine Frage hier zu den Kosten und den Erlösen. Können Sie Angaben machen, wie viel kWh je ein Quadratmeter Solarmodule erzeugt werden und was dieses dann pro Quadratmeter kostet? Also ich kann es Ihnen pro kW Peak sagen. Das ist in Bayern oder hier im Münchner Raum sind das 1100 Kilowattstunden, die Sie pro kW Peak erzeugen können. Und wenn Sie jetzt die 400 Watt Module nehmen, dann brauchen Sie 2,5 Module. Das ist dann eine Fläche von ungefähr 5 Quadratmetern, mit der Sie ungefähr 1 kW Peak erzeugen können. Das heißt, mit ca. 5 Quadratmeter Modulfläche würden Sie dann 1000 Kilowattstunden im Jahr erzeugen können. Ja, gucken wir nochmal Richtung Abwicklung. Wie lange dauert es denn, wenn man sich jetzt für eine Photovoltaikanlage entscheidet, bis sie installiert werden kann und funktionsfähig ins Netz einspeisen kann? Also in der Regel kann man von 3 bis 4 Monaten ausgehen. Aufgrund der aktuellen Liefersituation der Hersteller im asiatischen Raum, aber auch im europäischen Raum, die dann auch von asiatischen Vorlieferanten abhängig sind, sind die Liefer- und Realisierungsfristen aktuell teilweise länger. Also teilweise muss man wirklich 5, 6 Monate einplanen aktuell. Wir haben uns schon große Volumina gesichert, mit denen wir große Teile des Jahres abdecken können. Aber der Markt ist gerade wirklich sehr, sehr turbulent und teilweise werden Lieferungen, die eigentlich zugesagt sind, auch so nicht realisiert, gar nicht oder auch nur in kleineren Mengen. Das ist wirklich gerade eine sehr, sehr herausfordernde Situation, die nicht nur uns im Photovoltaikbereich trifft, sondern ja auch viele andere Industrien und Hersteller von Gütern gerade vor große Herausforderungen stellt. Bevor wir gleich noch mal ein paar steuerliche Aspekte aus den Fragen beleuchten, will ich noch schnell eine Frage beantworten,
Balkonkraftwerke. Wir haben für Balkonkraftwerke kein Angebot als Stadtwerke München, aber die Stadtwerke München unterstützen oder tolerieren den Einsatz von Balkonkraftwerken unter gewissen Voraussetzungen natürlich. Sie müssen diese Anlage dann beim Netzbetreiber anmelden. Sie brauchen in der Regel einen besonderen Zähler mit Rücklaufsperre und müssen den installieren. Und Sie brauchen eine besondere Steckdose, um diese Anlage anzuschließen. Und Sie dürfen eine maximale Leistung von 600 Watt Peak haben. Unter diesen Voraussetzungen können Sie auch im Stadtgebiet München, im Netzgebiet München, Balkon-PV-Anlagen anschließen. Zu ein paar steuerlichen Fragen. Wie wird denn der Eigenverbrauch steuerlich behandelt? Können wir dazu eine Aussage treffen? Bei steuerlichen Fragen, da würde ich Sie gerne an Ihren Steuerberater verweisen, weil wir selber als Stadtwerke München auch nicht steuerberatend tätig sein dürfen. Wir haben eine Steuerinfo zusammengestellt aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen. Die können wir Ihnen gerne zukommen lassen, wenn Sie Interesse an der Realisierung der Photovoltaikanlage mit uns haben, aber eine direkte steuerrechtliche Beratung, die dürfen wir leider nicht vornehmen. Dann eine Frage zum EEG. Wir haben in der Tabelle die EEG-Einspeisevergütung bis 10 kW dargestellt. Ändert die sich bei Anlagen größer 10 kW? Die ist gestaffelt. Die sinkt dann etwas ab bei der nächst größeren Grenze. Und Sie kriegen dann für die ersten 10 kW kriegen Sie diese Einspeisevergütung. Für die nächsten 30 sind es dann, glaube ich, bekommen Sie dann eine geringere Einspeisevergütung. So, jetzt gucke ich noch mal, was wir noch haben. Über staatliche Förderung und finanzielle Zuschüsse hatten wir berichtet. Es gibt verschiedene Förderprogramme vom Land Bayern oder eben auch von den Gemeinden im Umland. Wie viele Module brauche ich, um ein E-Auto aufzuladen? Zum Beispiel den BMW i3S mit 132 kW. Wichtig wäre jetzt die Speichergröße. Wenn das ist die Leistung. Die Speichergröße wird wahrscheinlich kleiner sein in kWh gemessen. Das Beispiel, was wir hier haben, wenn wir zum Beispiel in der Kombination, wenn Sie sich noch an die Folie erinnern, bei dem ich die Batteriespeicher vorgestellt habe, das sind Leistungen von 8 bis 9 kW möglich als Entladeleistung aus dem Batteriespeicher heraus. Das heißt, wenn Sie dort 9 kW ins Fahrzeug laden mit einer Leistung von 9 kW, dann können Sie 9 Kilowattstunden reinladen. Die Photovoltaikanlage selber kann natürlich über den Tag noch deutlich mehr erzeugen und dann könnten Sie das Fahrzeug entsprechend schnell beladen in wenigen Stunden. Ja, gefragt wurde auch, ob die SWM die Anlage selber montieren oder durch Vertragsfirmen. Wir haben hier verschiedene lokale Handwerksbetriebe, mit denen wir lange Beziehungen pflegen, die die Montage für uns übernehmen. Gucken wir nochmal auf das Thema Dach. Ist ein Dach geeignet? Ist es sinnvoll, bei einem 35-jährigen Haus zuerst das Dach zu sanieren? Wird gefragt. So 35 Jahre, glaube ich, das könnte noch gut funktionieren, dass man das ohne Dachsanierung macht. Dächer halten in der Regel 50, 60 Jahre. Da können Sie noch gut eine Photovoltaikanlage draufbauen. Wenn das Gebäude älter ist, dann kann es vielleicht auch sinnvoll sein, zuerst eine Dachsanierung zu machen. Da macht es auch, es ist durchaus gut, mal Ihren Dachdecker vorbeikommen zu lassen, der sich das mal vorher anschaut und Ihnen dann auch eine gute Einschätzung geben kann, wie er die Tragfähigkeit auch über die nächsten 20 Jahre bewertet. Ein weiterer Punkt ist auch noch die Elektroinstallation im Keller. Je nachdem, wie alt die Installation im Keller, der Zählerschrank ist, ist auch hier eine Erneuerung notwendig, die aber auch aus Sicherheitsgründen aus meiner Sicht sehr empfehlenswert ist. Wenn Sie dort jetzt eine 70, 80 Jahre alte Elektroinstallation haben im Haus, dann ist es
sehr, sehr geboten, die auch wieder zu ertüchtigen, auf den neuesten Stand der Technik und der Sicherheitsanforderungen zu bringen. Eine weitere Frage: Wie viel Energie kann pro KW-Peak in der Zeit November bis März, also ja, Winterzeit, erzeugt werden? Da sind die energetischen Erträge deutlich geringer als im Sommer. Im Sommer erzeugt man schon den Großteil der Energie. Im Winter ist es so, dass sie je KW-Peak deutlich geringere Erträge bringen. Da gibt es auch entsprechende Kurven, bei denen man das wunderbar nachvollziehen kann, wirklich für die einzelnen Monate, wie da die Energieerträge sind. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, die Zahlen. Wenn Sie da im Internet einfach kurz Suchbegriffe eingeben, Energieertrag im Januar, Februar, März, dann kommen Sie eigentlich schon auf die Seiten, wo dann Tabellen da sind, die Sie dann auch entsprechend, wo Sie es nochmal detailliert nachlesen können. Dann habe ich noch einzelne Fragen, die so ein bisschen konkreter an einzelne Beispiele gehen. Geplant ist eine 5 PV-Module-Anlage auf einer Einzelgarage für die Wallbox und den Eigenverbrauch. Es kann eben kein Starkstrom vom Haus in die entfernte Garage gelegt werden. Kann man den Gleichstrom von der PV direkt nutzen, um das E-Auto zu laden? Oder geht das nur über einen Wechselrichter und eine Umwandlung? Also das, was Sie dort beschreiben, ist eigentlich eine autarke, nicht netzgekoppelte Anlage. Die können Sie natürlich errichten und dann gleich das E-Fahrzeug laden. Das sind aber Anlagen, die wir nicht anbieten. Wir bieten nur netzgekoppelte Anlagen an mit Wechselrichter, die dann auch AC-seitig Strom einspeisen können. Und wir bieten auch Anlagen an ab einer Anzahl von 10 bis 12 Modulen. Das heißt, darunter können wir keine Anlagen realisieren. Vielleicht noch ein paar Fragen, die Richtung Genehmigung gehen. Muss man den Nachbarn fragen, muss man Photovoltaikanlagen genehmigen lassen? Also man muss die Anlagen nicht genehmigen lassen. Man muss streng genommen auch nicht den Nachbarn fragen. Das ist Ihr Hausdach, da können Sie die Anlage errichten. Ist natürlich nicht verkehrt, den vorher darüber zu informieren, dass da vielleicht ein Tag mit Bauarbeiten, mit Fahrzeugen, mit dem Gerüst zu rechnen ist. Das schadet nie, um das Nachbarschaftsklima in guter Balance zu halten. Weiteren Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist das Thema Denkmalschutz. Wenn Sie jetzt ein denkmalgeschütztes Gebäude haben, dann ist es vorher erforderlich, von der Denkmalschutzbehörde die Genehmigung einzuholen. Da müssen Sie dann die Planung der Anlage einreichen, die Größe, auch ein Simulationsbild, wie die Module auf dem Dach angebracht werden, und dann entscheidet die Denkmalschutzbehörde darüber, ob sie die Anlage auf dem Gebäude realisieren dürfen oder nicht. Eine Frage bezog sich noch auf die Leistungsgarantie der Batterien und die Frage, warum die so viel besser ist als bei E-Auto-Anbietern. 80% Leistungsgarantie auf 80% Leistung bei 10 Jahren und bei Automobilherstellern ist das eher bei 3 Jahren. Das weiß ich nicht, ob wir das konkret noch beantworten können. Ja, also ich kann es auch nicht im Detail beantworten. Ich kann mir nur vorstellen, dass die E-Auto-Batterien deutlich stärker belastet werden, weil hier natürlich viel höhere Leistungen abgefordert werden. Um bei dem Beispiel des BMW, der gerade genannt wurde, der eine Leistung von 130 kW hat, da wird natürlich die Batterie ganz anders gefordert und ist leistungsorientiert ausgelegt und gebaut, während im Privatkundensegment die Batterien eher energieorientiert gebaut und ausgelegt sind und zum Teil auch andere Zellen verwendet werden, sodass die Hersteller hier auch andere Garantien geben können. Ja, vielleicht nochmal so die Frage, ab welcher Größenordnung, wie viel Dachfläche braucht man, dass sich eine Photovoltaikanlage auch lohnt und wirtschaftlich für den Kunden, für Sie ist? Also so 25 Quadratmeter Dachfläche sollten schon vorhanden sein, um auch eine Anlage in der Größenordnung zu bauen mit 10 bis 12 Modulen. Ja, wir haben fast alle Fragen beantwortet. Ein paar haben wir noch. Warum ist das bidirektionale Laden eines E-Autos derzeit kaum möglich? Das ist eigentlich gut mit der vorigen Frage nach den
Garantien der Autohersteller zu beantworten. Die Autohersteller wollen natürlich möglichst wenig Belade- und Entladezyklen ihrer Fahrzeugbatterie haben, weil jeder Zyklus die Batterie belastet. Wenn das Fahrzeug jetzt auch noch als Stromspeicher genutzt würde, um Strom von der PV-Anlage in das Fahrzeug zu bringen oder auch Strom vom Fahrzeug ins Haus, dann sind natürlich noch mehr B- und Entladevorgänge auf der Fahrzeugbatterie, was die Hersteller aktuell einfach nicht wollen. Perspektivisch, glaube ich, wird das eine Lösung sein, die dann irgendwann Standard werden wird, aber aktuell noch von ganz, ganz wenigen Herstellern nur angeboten. Gut, haben wir noch Rechenbeispiele? Einige haben wir gezeigt. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wann, unter welchen Umständen ein Batteriespeicher wirtschaftlich ist und wirtschaftlich dimensioniert werden kann. Also die Berechnung, die wir hier vorgestellt haben, die ist exemplarisch für eine Anlage mit 8 kW Peak und dem Batteriespeicher mit 11 kWh Nettokapazität, wo man schon erkennen kann, dass über die 20 Jahre eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Das würden wir aber auch in jedem Projekt individuell nochmal betrachten für Sie, ob der Batteriespeicher wirklich sinnvoll ist und auch in welcher Größenordnung er dann dimensioniert werden sollte. Ja, bleibt für mich die Frage, ob wir die Folien im Anschluss nochmal zur Verfügung stellen und zeigen werden. Ja, wir werden diesen Livestream werden wir online stellen bei uns auf der Website und da können Sie dann alles nochmal anschauen und anhören und sich dann nochmal in das Thema vertiefen. Ja, dann haben wir, so gut es geht, hoffentlich Ihre Fragen beantwortet. Wir danken Ihnen ganz herzlich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Haben uns gefreut, Ihnen die Vorteile der Photovoltaik näher zu bringen und Ihre Fragen zu beantworten. Wir sind jetzt mit unserem Vortrag und unserer Fragerunde am Ende. Wenn Sie weiter Kontakt mit uns aufnehmen wollen, dann gehen Sie doch einfach bitte auf unsere Homepage, füllen Sie das Kontaktformular aus und dann können wir in den ganz individuellen Dialog mit Ihnen gehen und Ihre individuelle Situation betrachten. Ja, ansonsten bleibt mir Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank für Ihr Interesse und wir hoffen, dass wir weiter in Kontakt bleiben und mit Ihnen gemeinsam Photovoltaikprojekte umsetzen können. Vielen Dank und bis bald hoffentlich. Von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön für das Interesse, die Bereitschaft, heute Abend hier an dem Vortrag teilzunehmen und würde mich sehr freuen, wenn wir mit vielen von Ihnen Photovoltaikanlagen realisieren könnten. Dankeschön.